Na schönen guten Morgen an euch. Ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden. Wir haben so, ich habe 11. Habe wieder schön ausgeschlafen. Das Bett ist auch so gemütlich. Jetzt habe ich mir Frühstück gemacht. Und zwar gibt es heute bei mir kleine Oreo-Kekse zum Frühstück. Dann eine leckere Wassermelone, die aber leider noch ein bisschen gefroren ist. Ja, Wasser. Das sieht ein bisschen wüst aus bei mir. Wassermelone hat übrigens 25 Baht gekostet. Also es sind so unter 50 Cent für das Stück. Da bezahlt man aus Deutschland schon kaum 2-3 Euro für. Und das Wasser hat mich 8 Baht gekostet. Das sind irgendwie nur ein paar Cent Beträge, obwohl, gut, das gibt es bei Aldi bei uns auch. Und die Limette, die ich mir für Schweppes geholt habe, weil ich Schweppes jetzt echt bitter finde, hat 5 Baht gekostet. Und da kostet bei uns schon so eine kleine Limette teilweise 1,99. Hier kriegt die für 5 Baht. Das sind, keine Ahnung, 10 Cent oder sowas. Also es ist von den gerade Obstpreisen und so weiter halt richtig gut hier. Und generell von den Essenspreisen ist es halt echt billig. Also Hühnchen und so weiter. Krass, das ist wirklich ein günstiges Essensparadies in Thailand. Ich weiß auch, warum die ganzen Rentner hier hinfahren. Weil das halt echt super günstig ist. Aber es ist wirklich eine Überlegung wert, später seine Rente in Thailand zu verbringen. Weil es echt günstig ist. Wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht, 30, 40, keine Ahnung. Aber momentan ist es halt echt gut. Und ja, dann kommt der Schock, wenn ich in Australien bin. Und keine Ahnung, wie viel Dollar dann für das Essen ausgebe. Ja, das nur mal Wissenswertes zu Essen aus Thailand. Ja, heute habe ich nicht viel vor. Das Wetter ist so lala. Heute Mittag soll es halt auch regnen. Und ich werde mich dann wieder nochmal so ein bisschen an Artikel setzen. Weil jetzt habe ich echt ein bisschen Zeit und kann das halt machen. Ja, und dann werde ich heute Abend nochmal wieder zu dem Meyer & Sparks Restaurant gehen, weil jetzt auch die Märkte und so, die habe ich jetzt durch, habe da auch gegessen. Ist halt wie auf jedem anderen Markt in Thailand auch gewesen. Deswegen gehe ich nochmal in das Restaurant, weil das Restaurant war richtig geil, beziehungsweise es war ein kleines Café. Werde da noch ein bisschen Geld ausgeben, weil ich habe noch über 1500 Baht übrig. Und ich brauche 400 für das Taxi morgen zum Flughafen. Werde mir dann am Flughafen vielleicht noch was zum Frühstück holen. Und ja, werde den Rest dann heute Abend irgendwie ausgeben. Weil es ist blöd, immer wieder mit Geld rauszukommen aus dem Land, weil man weiß nicht mal, wenn man reinfliegt, dann sind das nur so ein paar Cent irgendwie. Ich werde auf jeden Fall von jedem Land habe ich auch schon so einen Geldschein, den ich mitnehme nach Deutschland. Und mir irgendwo dran penne oder sowas. Und dafür ist es ganz cool, weil ich wollte halt nicht so viel Geld übrig behalten. Ist immer ein bisschen schwer einzukalkulieren. Ja, und deswegen werde ich heute nochmal lecker irgendwie einen Shake zu mir nehmen und weiß nicht, Burger, irgendwas anderes oder so, aber richtig geil essen auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
zurück. Ich war gerade auf dem Markt. Wir haben jetzt auch schon abends, weil ich war den ganzen Tag im Hotelzimmer und habe eigentlich nicht viel gemacht. Und das, was ihr gerade gesehen habt, das waren ganz, ganz viele Krebse, die hier mit einer Schere immer aus dem Boden greifen. Das sieht total verrückt aus, weil das irgendwie, weil sie über 100 Stück sind. Voll schön hier auch am Fluss zu sitzen. Gerade jetzt auch mit den zwei Bergen, die dann so rausgucken. Das ist total schön. Wetter ist heute auch noch recht gut. Ich gehe jetzt gleich nochmal zu einem anderen Nachtmarket. Was man so Nachtmarket nennt, also Abendmarket. Vor allen Dingen wurde mir gestern gesagt, das war ein Weekendmarket, aber heute ist wieder genau der gleiche da. So, und deswegen habe ich das jetzt auch nicht verstanden, aber ich gehe jetzt halt dann einfach zum anderen, der ist näher beim Hotel und werde dann den Weg wieder zurückgehen wie gestern Nacht. Das waren so 30 Minuten, glaube ich, und dann war das auch okay. Ja, ansonsten habe ich mich heute entschieden, dass ich Thailand auf jeden Fall in 2 Tagen verlasse. Das heißt, am 6. Juli geht mein Flug nach Kuala Lumpur, Malaysia. Da habe ich dann auch schon direkt für 5 Nächte ein Hotel gebucht, weil das Wetter soll hier demnächst so richtig scheiße sein, über eine ganze Woche nur mit Gewitter und keine Ahnung. Ich wollte eigentlich auch auf die Inseln weiter, aber Koh Phi Phi war so mega teuer von den Hotels her, dass ich gesagt habe, so nee, das nicht. Dann gab es halt noch die Möglichkeit, eine Tagestour zu machen zu verschiedenen Inseln. Aber es ist dann auch also schnell. Es war auch gar nicht so teuer. Aber wenn es morgen die ganze Zeit regnet, dann hatte ich da auch Bewertungen gelesen, dass sie dann so voll den Hackmack da veranstalten. Und dann sitzt du da 3 Stunden auf einer Insel fest im Regen und kommst nicht runter. Und ist halt alles auch nicht so geil. Und dann habe ich gedacht, nee. Dann mache ich jetzt hier Schluss. Nach Thailand kann man immer noch mal wieder hin, weil die Flüge jetzt auch nicht so krass teuer sind. Hier generell Urlaub zu machen ist nicht so teuer. Das heißt, ich werde halt die Ostküsteninsel auf jeden Fall dann später noch mal machen. Ja, ansonsten freue ich mich ein bisschen auf Kuala Lumpur. Großstadt mal wieder. Auch was total anderes. Obwohl ich die Insel hier total geliebt habe. Ich wäre auch gerne noch länger geblieben, aber mit dem Wetter ist halt echt scheiße, weil es bringt so gar nichts. Du kannst halt nichts machen, du kannst nicht schnorcheln gehen. Gar nichts. Deswegen habe ich gesagt, Kuala Lumpur. Ja, das heißt, ich genieße jetzt noch den Restabend, werde morgen wahrscheinlich auch nicht so viel starten, außer vielleicht nochmal hier zu D-Market zu gehen und hier was zu essen. Das Restaurant sehr geil war. Und dann verabschiede ich mich damit jetzt erstmal. Bis später. Gar keine Ahnung, was das da ist. Ich komme jetzt gerade vom Essen. Ich bin ganz runtergelaufen zur Spitze von Krabi. Dann war da ein großer Park, wo die alle Sport getrieben haben. Da habe ich mich total wohl gefühlt. Sportliche. Eigentlich wollte ich dann zum Hotel, habe dann auch gedacht, so, gehst du jetzt doch nochmal zurück, weil ich war eh schon auf der Hälfte zurück. Und dann habe ich gerade noch beim Night Market gegessen und mir noch Kokoseis geholt, das gemacht ist. War so lecker! Und ja, jetzt hier den Berg hochgelatscht und ich muss noch ein Stück. Und dann geht es jetzt nochmal wieder so 30 Minuten zurück zum Hotel. Das heißt, ich bin echt viel gelaufen heute, Leute. Ja, wie gesagt, ob das Fledermäuse sind oder Vögel, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Bin aber auch kein Vogelkenner. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich nochmal kurz die schöne Straße, die ich hier lang laufe. Und dann war es das für heute. Dann verabschiede ich mich und dann sieht man sich vielleicht morgen wieder. Bis dann! We'll be right back.